bin Michel, technischer Außendienst, Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Zylinderkopf-Lecktestsatz vorstellen. Der Satz besteht zum einen aus dem Grundgerät, einem Ansaug-Gummibalg, einem Zwei-Wege-Ventil, Kühleradaptern mit Bajonettverschluss, der Reaktionsflüssigkeit und einem Leerbehälter. Das Ganze brauchen wir, wenn man zum Beispiel den Verdacht hat, dass eine Zylinderkopfdichtung beschädigt ist und wir dann dadurch CO2 im Kühlsystem haben. Das Ganze funktioniert bei Verbrennermotoren, das heißt zum einen bei Benzin-, Diesel- oder Gasmotoren. Um dem Ganzen jetzt hier auf die Spur zu kommen, wäre der erste Arbeitsschritt, wir nehmen das Grundgerät. Bei dem Grundgerät, das Ganze kann man hier schön zerlegen, haben wir zwei Testkammern. Wir haben eine untere Kammer und wir haben eine obere Kammer. In die obere Kammer wird die Reaktionsflüssigkeit eingefüllt. Mit dieser Flüssigkeit kann man dann feststellen, ob CO2 im Kühlsystem ist. Wenn man das hier gefüllt hat, ist zu beachten, nicht weiter füllen wie die Markierung. Dann wird das wieder auf die untere Testkammer aufgesetzt und oben mit dem Deckel verschlossen. Dass wir das Ganze ansaugen können, haben wir jetzt hier den Ansaug-Gummibalg. Der wird jetzt hier oben auf den Verschlussdeckel aufgesetzt. Je nachdem, was man jetzt für eine Komponente hat, ob ich direkt auf den Kühler gehe, ob ich auf den Ausgleichsbehälter gehe, kann ich entweder mit dem Gummikonus arbeiten oder alternativ mit einem Zwei-Wege-Ventil und dem jeweiligen Adapter. Das machen wir auch gleich zusammen. Die Testflüssigkeit ist von Haus aus blau, die verfärbt sich bei Benzinmotoren gelb und bei Dieselmotoren verfärbt sie sich gelb-grün. Man geht jetzt auf den jeweiligen Kühler oder auf den Ausgleichsbehälter und über den Ansaug-Gummibalg kann ich jetzt hier die Kühlflüssigkeit ansaugen. Die Kühlflüssigkeit bzw. die Gase gehen jetzt in die untere Kammer und steigen dann weiter auf in den Bereich der Testflüssigkeit. Und durch mehrmaliges Pumpen wird bei einer beschädigten Zylinderkopfdichtung zum Beispiel sich das Ganze dann dementsprechend verfärben. Das wäre Variante 1. Variante 2 ist, sprich, ich würde über einen Adapter arbeiten, entweder mit diesen Bajonettverschlüssen oder den Adaptern von unseren anderen Kühlabdrücksystemen. Man entfernt den Gummikonus. So. Dann haben wir das Zwei-Wege-Ventil. Einfach hier etwas lockern. Das Ganze auf das Grundgerät aufsetzen und wieder leicht anziehen. Jetzt nehme ich den jeweiligen Adapter, wie gesagt entweder Bajonett oder die klassischen Schraubadapter, setze es auf meinen Ausgleichsbehälter. Jetzt kann ich das Ganze aufsetzen. Wichtig ist noch, das Zwei-Wege-Ventil muss geöffnet sein, damit das Ganze auch in die Testkammern reingehen kann. Und jetzt sauge ich dementsprechend wieder an. Was auch wichtig ist, dass man beim Ansaugen beachtet, in der unteren Testkammer das Ganze nicht über die rote Markierung anzusaugen. Denn sonst wird oben unsere Reaktionsflüssigkeit verunreinigt. Das Interessante ist auch bei unserer Reaktionsflüssigkeit, dass die selbstgenerierend ist. Das heißt, wenn der Test abgeschlossen ist, kann ich das Ganze hier wieder entfernen. Und wir haben unseren Leerbehälter, wo ich meine Reaktionsflüssigkeit reinkippen kann und mit Sauerstoff regeneriert die sich selber. Das heißt, nach der Verfärbung wird sie wieder in den Urzustand zurückgesetzt, sprich blau. Was hier noch zum Schluss interessant ist, dass wir über diesen Koffer einen sehr unkomplizierten Schnelltest machen können und hier mit wenig Aufwand eine Aussage treffen können, ob ich zum Beispiel einen Zylinderkopfschaden habe oder nicht. Abschließend kann man sagen, dass wir mit unserem Koffer hier sehr einfach Abgase im Kühlsystem nachweisen können.